Hi, hier ist Robin, euer Versicherungsmakler von Staatenlos. Und ja, auch eine Unfallversicherung haben wir natürlich bei uns im Angebot letztendlich. Aber was ist genau eine Unfallversicherung? Das ist eigentlich eine super Frage. Ich hätte öfters auch gefragt, hey, brauche ich eine Krankenversicherung oder eine Unfallversicherung? Und die beiden sind zwei ganz verschiedene Arten von Versicherungen. Die Krankenversicherung, die zahlt, wie wir sie aus Deutschland beispielsweise kennen, einfach, hey, ich muss zum Arzt, übernimmt meine Arztkosten. Unfallversicherung hingegen hat eigentlich nichts mit der Klinik zu tun. Es geht vielmehr darum, dass wenn ein Unfallereignis passiert, und das ist genau definiert als ein plötzlich von außen auf mich einwirkendes Ereignis, was mich eben dauerhaft einschränkt. Das heißt zum Beispiel, ich habe einen Autounfall und verliere dadurch zum Beispiel ein Bein. Das muss mir weggenommen werden, und dadurch habe ich eine dauerhafte Beeinträchtigung, eine sogenannte Invalidität. Und für diese Invalidität bekomme ich eine größere Summe an Geld, um zum Beispiel damit mein Haus behindertengerecht umzubauen, damit ich dort auch weiterhin zu Hause einfach leben kann. Das ist der Sinn einer Unfallversicherung. Es gibt zwar noch ein paar Zusatzsachen wie Bergungs- und Rettungskosten, eben wenn ich mal beim Wandern verunglücke und dort eben mit dem Helikopter oder Hubschrauber abgeholt werden muss, aber ansonsten war es das. Also diese große Geldsumme ist eigentlich der Hauptgrund für eine Unfallversicherung und kann deswegen auf gar keinen Fall im Gegensatz zu einer Krankenversicherung eben diese ersetzen. Ne? Weil die Krankenversicherung wirklich da ist, wenn ich krank bin, verarztet werden muss, Medikamente brauche oder solche Sachen. Für wen lohnt sich also eigentlich eine Unfallversicherung? Das ist schwierig. Also Unfallversicherung, muss man wissen, ist einfach eine Versicherung, mit der die Versicherungsbranche sehr, sehr, sehr viel Geld macht. Also die Schadenquote ist die niedrigste über alle Versicherungsprodukte hinweg. Ich glaube, die liegt in Deutschland bei 40%. Das heißt, 60% des Beitrages ist tatsächlich Gewinn. Das ist enorm hoch, weil einfach dieser Unfallbegriff erstmal da sein muss und vor allem eben eine dauerhafte Beeinträchtigung meines Körpers da auch letztendlich da sein muss. Das heißt, es lohnt sich eigentlich, also wir sagen immer, es ist eher eine optionale Versicherung. Viel wichtiger sind Krankenversicherung und Haftpflichtversicherung. Die sollten eigentlich ein Muss sein am besten. Eine Unfallversicherung, das ist was vielleicht für Extremsportler, ne, die also wirklich da viel machen, die einfach Hobbys ausüben, wo eben genau ganz schnell mal sowas passieren kann. Und da muss man sich genau anschauen, wie umfangreich muss sowas überhaupt sein. Aber letztendlich ist es eher eine optionale Sache und eigentlich wirklich eher kurzfristig auf diese Art von Leuten. Und ich würde sagen, die meisten brauchen diese eigentlich nicht.